Von heute an bis kommenden Samstag öffnet die FESPA 2010 als führende Leistungsschau für Sieb-, Digital- und Textildruck auf der neuen Messe München ihre Tore für Händler, Aussteller und interessiertes Fachpublikum aus dem Bereich des Global Imaging. Bei der Zahl der Aussteller aus den Kernbereichen Siebdruck, Bekleidungsdekor sowie Digitaldrucktechnologien ist dieses Jahr ein Gesamtzuwachs von gut 25% zu verzeichnen. In Anknüpfung an den Erfolg des dezidierten Textilbereiches auf der FESPA 2007 werden Textildruckanwendungen auf der diesjährigen FESPA unter dem Titel FESPA Fabric in einem eigenen Bereich präsentiert. Ein weiterer neuer Spezialbereich namens FESPA Finishing widmet sich ausschließlich der drucktechnischen Endbearbeitung. Aus Sicht der FESPA-Veranstalter besonders positiv, die Ausstellerliste umfasst dieses Mal auch etliche Firmen, die zum ersten Mal dabei sind. Der Schwerpunkt des Zuwachses liegt hierbei besonders auf dem Segment der Finishing- und Display-Unternehmen. Nachdem sich am heutigen Eröffnungstag andeutet, dass auch der Besucherzuspruch entsprechend dem Ausstellerzuwachs steigt, so ist die FESPA 2010 getrost als größte bisher veranstaltete Messe für die Druckindustrie zu bezeichnen. Stefan Müller-Artelt, Messe Live TV.